Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Letzte Folge haben wir, jetzt halt die Klappe, Cabbage, haben wir die Deinonychus für diese aggressive Produkte-Mission gemacht und die sollte sich jeden Moment erfüllen. Genau jetzt. Okay. Wir müssen diese neuen aggressiven Dinosaurier beobachten, überwachen und bewerten. Wenn ich ehrlich sein soll, mir gefällt die Sache nicht. Das muss sie nicht, Lambert. Mir gefällt sie dafür umso mehr. Sorgen Sie nur dafür, dass meine Leute ihren Job sicher erledigen können. Bitte. Das ist mein Job, Doktor. Ja, erledigen Sie. Also, wir müssen aufpassen, dass die Saurier nicht ausrasten, also beziehungsweise der Saurier für circa 5 Minuten. Eine halbe Minute ist davon schon um. Das ist ja wundervoll. Ich hätte behauptet, wir stellen uns jetzt einfach mal mit dem ACU-Heli, ich habe den noch nicht so ehrlich gesagt unter Kontrolle, es tut mir leid, dahin. Und wenn es Stress gibt, schießen wir die ab. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob man in ein Gebäude rein... Der lässt sich mega komisch steuern. Ich weiß nicht, ob man in ein Gebäude reinfliegen kann, aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht herausfinden. Da, wusste ich es doch, dass das passiert. Betäubungsgewehr. Wo ist er denn jetzt hin? Er ist doch gerade noch mit dem Kopf dagegen gelaufen. Zuerst? Nein, ich kann den Unterschied nicht erkennen. Aber wir behalten ihn einfach mal im Auge. Er wollte ja gerade schon ausbrechen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber der hat gerade seinen Kopf schon gegen den Zaun gedonnert. Und als wir dann gekommen sind, ist er direkt weggeflogen. Weggegangen. Nicht geflogen. Dann versucht's wieder. Oder? Na, du kleiner Strolch, willst du es versuchen oder nicht? Er will es versuchen. Ein bisschen höher. Volltreffer. Na, was hast du vor? So. Der liegt jetzt erstmal. Ah, lol. Wie witzig. Die darf den nicht betäuben. Die Zeit läuft einfach ab. Ich packe es nicht. Okay, gut. Dann ist aber ein Problem. Irgendwie. Keine Ahnung. Wir müssen den halt quasi immer wieder betäuben. Zwischendurch und dann immer wieder zwischendurch hochheben. Solange, bis er nicht mehr uns den Park zerstören will. So, er landet wieder. Behalte ihn natürlich weiter im Auge, damit er nichts mehr machen kann. Die Zeit läuft auch wieder weiterhin ab. Und läuft er wieder direkt dagegen? Nein, das machst du nicht, oder? Doch, das macht er. Oh nein, oh nein. Schuss. Nein, ich treffe ihn nicht. Verdammt. So wird das nichts. Minimal daneben. Das versuchst du nicht nochmal, oder, Kumpel? Versuchst du es nochmal? Nee, sieht aus, als würde er weggehen. Er geht weg, okay. Kann es eigentlich sein, dass er den Zaun gar nicht kaputt kriegt? Dass er zu schwach dafür ist? Weiß es nicht. Das hat nicht so ausgesehen, als würde er ihn kaputt kriegen. Und er ist bereit für Runde 2. Greift er wieder dieselbe Stelle an? Nee, es sieht aus, als würde er eine andere angreifen. Bevor er die kaputt macht. Sie haben den Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Genau solche Fortschritte wollen wir hier sehen. Er ist betäubt und wir müssen den Zaun dringend reparieren lassen. Wo sind denn meine Rangers, wenn ich sie brauche? Warte mal, er ist doch Ranger hier. Rangerstation, Aufgabe hinzufügen. Wir brauchen hier einen Zaun, der repariert werden muss. Und auffüllen kannst du auch mal. Und ja, wir müssen den betäubten Dinosaurier wieder ins Gehege rein transportieren. Okay, er ist wieder im Gehege drin. Also, Zaun wird gerade repariert und der Junge ist unterwegs. Er greift aber jetzt nicht wirklich das... Ich dachte schon, er greift das Auto an. Oder er würde aus dem Zaun rausrennen, der offen war. Ich weiß gar nicht, ob die das können. Hört sich ein bisschen dumm an, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob die das können. Ich hoffe nur, dass er jetzt fürs Erste die Füße stillhält. Und ich glaube, er will es noch einmal versuchen. Wir müssen dahin. Schneller. Kann ich das Gewehr... Ja, Gewehr weglegen. Heli, wohin fliegst du? Komm schon. Ah ne, er hat aufgehört. Ich habe den Heli irgendwie nicht unter Kontrolle. So, jetzt. Komm, es sind noch 10 Sekunden. Mach jetzt keine Dummheiten. Nein, das willst du nicht. Hör bitte auf. Ja, es ist vorbei, oder? Gut. Mission erfüllt. Wunderbar.
Ganz ehrlich, der ist mir ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Ich muss ihn betäuben und verkaufen. Das wird jetzt der nächste Plan sein. Muss ihn aber dafür erstmal treffen. Hey Kumpel. Bock betäubt zu werden? Stimmt, ne? Ja. Betäubt, jetzt kann er verkauft werden. Eingehende Übertragung, wir haben die Sicherheitsmission erfüllt. Und noch 2 Millionen Dollar und einen Saurier dazu bekommen. Als ich hier in dem Park angefangen habe, ahnte ich schon, dass unsere Machenschaften moralisch nicht immer einwandfrei sein würden. Ach, das kommt erst jetzt? Ich meine, wir haben mit Tieren zu tun, die nicht existieren sollten. An solchen Tagen wie heute war das Projekt zwar erfolgreich, aber es fühlt sich trotzdem wie eine Niederlage an. Mit unseren, ich glaube, wir haben jetzt diesen Metriacanthosaurus oder sowas freigeschaltet. Auf jeden Fall können wir den mal suchen gehen. Ihr Metriacanthosaurus, da ist er. Perfekt, den hätte ich gern. Der bringt unseren Park auf jeden Fall voran. Oh, und der Metriacanthosaurus legt auch schon richtig gut los mit einem Bernstein. Das ist ja wundervoll. Ich glaube, wir setzen sogar den in das vorbereitete Velociraptoren-Gehege und bauen für die einfach gerade was Neues. Wo wir gerade dabei sind, mit dem ganzen Geld, das wir jetzt schon haben, können wir durchaus noch ein weiteres Gehege bauen. Also mit anderen Worten, das dann quasi ein neues Velociraptor-Gehege. Wobei, ich setze, glaube ich, doch hier lieber die Velociraptoren rein und in das andere Gehege diese schöne Metriacanthosaurus, weil ich weiß nicht, wie viele der braucht. Und wenn er nur einen braucht, ist es besser, wenn wir das kleine Gehege für den einen Saurier holen und das große Gehege für die Velociraptoren, wo dann doch mehrere drin sein müssen. Brüten wir die doch mal aus. Was nehmen wir denn? So da, ja, Wüstenmuster, dann nehmen wir noch ein Alpinmuster mit rein. Immer schön gut. Kein Strom. Vorübergehend Stromausfall. Okay, damit kommen wir klar. Eine Futterstation muss aufgefüllt werden, aber natürlich. Die sollte ich definitiv... Oh, das ist gar nicht das Ranger-Zentrum. Die Futterstation sollte ich definitiv... Wo ist denn das Ranger-Zentrum? Expedition? Ah, hier. Hier, Ranger-Teams. Aufgabe hinzufügen. Auffüllen, auffüllen. Wir machen gerade nochmal eine zweite, also ein zweites Ranger-Team. Ja, her damit. Wir haben eh genug Geld. Und da, oh, jetzt bin ich auf Ranger-Team 1 gegangen. Das wollte ich gar nicht. Ranger-Team 2. Du kannst mal das kleine Kraftwerk neu starten. Oh, ich wusste gar nicht, dass man die von Anfang an auf machen kann. Also, dass man die Kraftwerke mit den Rangers neu starten kann. Das ist hilfreich zu wissen. Und da hinten wird noch der Dinosaurier geheilt. Dann läuft ja alles wunderbar hier. So, wir wollten ein Gehege für einen gewissen Metriacanthosaurus machen. Dafür muss erstmal der ganze Wald hier weg, damit ich was sehe. Der kommt wahrscheinlich später wieder hin, so wie ich die ganzen Saurier kenne. Apropos Metriacanthosaurus hier. Wir haben Fossilien, die den betreffen. Damit sollte durchaus der Metriacanthosaurus auch breedable sein. Jetzt nur noch die Frage, wie bauen wir sein Gehege? Am besten hier so gut nach hinten. Dann kann man den Platz schön ausschöpfen. Ich würde behaupten, hier was für Besuchergalerien und alles. So, man muss ja die Sichtbarkeit von dem Dinosaurier auch noch hochhalten. Das ist ja auch durchaus wichtig. Und dann haben wir auf der anderen Seite Platz für die Brutstation oder wie es hier heißt, das Entwicklungslabor. Muss es nur noch hier irgendwo auch hinpassen. Baut. Hier, perfekt, wunderbar. Ja, ich weiß, das ganze Zeug hier hat keinen Strom, aber jetzt hat es Strom. Muss es nur noch mit dem Stromnetz verbinden, wunderbar. Mir wurde gerade gesagt, dass die Transportbewegung nicht so geil ist. Dinosaurierbedrohung, was geht denn jetzt so? War das einer von denen? Ach so, okay, gut. Der Metriacanthosaurus ist fertig und die Dinosaurierbedrohung gilt nur dem Ranger-Team. Das ist nicht so schlimm. Gibt deutlich Schlimmeres. Wir müssen aber die Bewertung unseres Parks hochhalten. Das heißt, mit anderen Worten, wir brauchen nochmal so eine von diesen Einschienenbahnstationen. Dann bauen wir die gerade hier hin. Dann steht die perfekt hier irgendwo für den Weg zur Gyrosphäre. Ich hätte es gerne ein bisschen noch weiter hier hin. Perfekt. Wunderbar. Müssen wir das nur noch mit der anderen verbinden. Zack. Können wir so? Ja, wunderbar. Ob das jetzt ästhetisch ist, kann man durchaus in Frage stellen. Aber es ist auf jeden Fall funktionär. Und mehr brauchen wir, glaube ich, in diesem Park hier gar nicht. Wir müssen natürlich wie immer nur noch alles mit dem Weg verbinden.
Zack. Wie komme ich denn da überhaupt dran? Ich glaube, ich muss da außen rum gehen. Um da dran zu... Hier, so, und... Klappt irgendwie nicht. Warum klappt das alles nicht? Ah, jetzt hat's geklappt. Ist ein bisschen umständlicher Weg in meinen Augen, aber sonst wunderbar. Der Saurier darf uns natürlich nicht verdursten. Das heißt, der kriegt hier eine kleine Pfütze hin. Ich glaube, wir hatten den im letzten Park auch schon mal. Und ich glaube, der braucht Wald, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Aber ich musste erstmal gerade herausfinden, wo die Besichtigungsplattform ist. Die deckt so gut wie das ganze Gehege ab. Das ist wirklich wundervoll. Und damit ist die Sache auch mit dem Weg verbunden. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch die Futterstation. Und den guten alten Metriacanthosaurus selbst. Wo ist er denn? Da ist er. Perfekt. Komm in den Park, mein Freund. Du wirst gebraucht. Wir können natürlich auch mal wieder was erforschen. Wir haben in diesem Park gefühlt kaum was erforscht. Wir hatten am Anfang so viel Geldprobleme, dass wir uns gar nicht mehr auf die Forschung konzentriert haben. Ich will diesen neuen Skin haben. Ich brauche diesen Skin. Skins sind nämlich immer cool. Da wir für die nächste Mission einen Diplodocus brauchen und noch nicht die Gyrosphäre haben, baue ich hier noch schnell ein kleines Diplodocus-Gebäude hin. Ja, kleines relativ, ne? Also es wird später ja so, ich habe ja später sowieso vor, das auszureizen und eine große Gyrosphere-Dingens hier hinzubauen. Auch wenn wir dann später schon drüber sind, ich hätte halt einfach Bock, das Ding mal zu bauen. Mit den ganzen Dinosauriern. Aber naja, das wird sich ja noch alles zeigen, wie das ablaufen wird. Aber den Diplodocus brauchen wir so oder so. An dem kommen wir nicht vorbei. Und dafür brauchen wir hier Weg. Und das, den können wir natürlich später alles abbauen. Ich muss nur gucken, dass das hier ordnungsgemäß mit dem Weg verbunden ist. Braucht der Saurier natürlich wie immer Wasser. Ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen. Und Essen darf natürlich auch nicht fehlen. Das Richtige, das war die große Futterstation. Ich erinnere mich. Wir hatten den Diplodocus ja letztes Mal schon einmal bei uns im Gehege. Ah, der Metriacanthosaurus kann freigelassen werden. Wunderbar. Zeigt uns ihn. Den Saurier. Ja, ich erinnere mich an dich. Ich habe dich letztes Mal für ein Kano gehalten. Das war so. Ein schönes Ding. Ich würde aber behaupten, dass wir an dieser Stelle die Folge beenden, weil dieses kleine Schätzchen hier ist der Beweis dafür, dass wir ganz schön viel im Park geschafft haben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt und dann generell von diesem Kanal, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nämlich nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bleibt lässig und tschüss.